Dafür noch ein besseres. Das Video ballert es nach. Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Georg TV. Eine kurze Ankündigung. Ich werde live gehen auf YouTube. Wahrscheinlich circa um 21.30 Uhr. Also wer live dabei sein möchte und ein bisschen reden möchte, bevor das Jahr 2021 zu Ende geht, dann einfach um 21.30 Uhr einschalten. Da werde ich live gehen. Also wir schnacken nicht lange rum. Ihr habt es am Titel gelesen. Ansage. Also ab mit dem Video. Ja. Oh, jetzt ist es heftig. Ich glaube, der scheißt schon wieder mies rein. Danke an jeden, der mich auf Instagram folgt und seine Meinung über meine Videos abgibt. Extrem ja, korrekt von ja, euch, meine lieben Instagram Freunde. Folgt. Wäre extrem nice, wenn wir bald die 1000 Abonnenten auf Instagram voll machen würden. Jetzt haben wir genug Eigenwerbung gemacht. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich möchte gerne mit euch reden, als wären wir so real. Einfach so real. So war ich schon immer und ich mag das sehr gerne. Kommen wir zum ersten Punkt. Diese Behauptungen, dass ich Klicks auf Tote mache. Das ist eine Behauptung, die nicht so stimmt. Diese Behauptungen wurden... Oha! Er geht auf den Punkt ein, okay. Und erst ins Internet gestellt, als diese großen YouTuber dann das behauptet haben. Sonst war nie das der Fall. Meine Absicht in diesen Videos ist immer wieder, Freunde, dass ich Morale abgebe. Also das heißt, ich sage in diesen Videos immer wieder, nehmt die Zeit für eure Familie. Und ich weiß ganz genau, dass diese Videos viel Reichweite bekommen, da ich absichtlich, und das ist wirklich so, Bilder sowie einen Titel nehme, wo Leute das anklicken. Und ja, darüber kann man streiten. Aber was ihr nicht seht, ist das, was im Geheimen passiert. Sehr viele Menschen... Ist ja dumm. Also das Ding ist halt, aber er kritisiert Menschen oder hatet das, wenn Menschen Clickbait machen und falsche Bilder benutzen. Und er macht genau das Gleiche, nur er ist halt ein Ehrenmann, weil er moralische Werte da drin vermittelt. Junge, George TV, du bist so ein fucking Ehrenmann. Wie kann man bitte so hochintelligent sein wie du, George TV? Du bist mein absolutes Vorbild, ja. Oh, er macht nicht alle, wirklich. Schreib mir immer wieder bewahrt, danke für deine Videos, danke für deine Inspiration. Durch deine Worte habe ich ehrlich gesagt überlegt und wollte wirklich wieder Zeit mit der Familie verbringen. Der Tod kann so schnell kommen, etc. Also meine Videos haben ehrlich gesagt sehr viele Menschen zum Nachdenken gebracht und das war das Wichtigste für mich. Ja, du hast eher die Menschen zum Nachdenken gebracht, wie weit unten man angesiedelt sein kann. Als Mensch, ja. Vielleicht ist auch einfach nur George TV eine Parodie, die Parodie eines Menschen. Wenn aber dann diese YouTuber kommen und sich aufregen wegen den Klicks und immer wieder auf diese Zahlen gucken und sich denken, ach, der nutzt Tote aus und nicht mal hören möchten, was ich genau in den Videos sage, was soll ich dazu sagen? Wir hatten das Thema schon vor ungefähr 6 Monaten und jetzt wird das Thema wieder angesprochen, weil sie sehen, dass die Leute überzeugt sind von meinen Videos, egal was. Dieser Hate ist ja Die Leute sind noch nicht überzeugt von deinen Videos, du machst einfach nur Clickbait. Deswegen klicken die Leute drauf. Rat mal, warum du so wenig Abonnenten machst für deine Aufrufzahlen. Er macht jetzt gerade ein paar Abonnenten. Aber für die Leute, die jetzt gerade neu auf seinen Kanal draufgehen, ist das sau wenig. Was der an Abonnenten macht, warte. So, warte, er macht jetzt gerade 1500 Abos, hat 800.000 Aufrufe. Von diesen 800.000 Leuten sind übel viele unterschiedliche am Start, die das erste Mal seinen Kanal anschauen. Also ist übrigens sehr, sehr viel hier, ne? Ist schon sehr, sehr viel. Und jeder Normale hätte mit gutem Content bei 800.000 Aufrufen 8.000 Abos gemacht, vielleicht 9.000 Abos gemacht. Wenn du es nicht dumm anstellst. Ich hatte zum Beispiel auch, warte, wir gucken einfach mal. Ich hatte letztes Jahr mit, wie viele Aufrufe waren es damals? Im Oktober habe ich 360.000 Aufrufe gemacht. Mit 360.000 Aufrufen habe ich 8.000 Abos gemacht. So, rechnet das mal 2, mindestens mal 2. Dann hätte er 16.000 Abos gemacht. So, er macht 1.500 Abos. Ne, für ihn ist das gut, für ihn ist das viel. Aber, oder hier mit 800.000 Aufrufen habe ich hier 9.000 Abos gemacht. Also, er scheißt einfach mies rein. Der scheißt richtig krass rein. Und er merkt das nicht. Vor allem, guckt euch mal bitte die Bewertungen an, das sagt schon alles. Er hat mich tatsächlich zum Nachdenken gebracht, zwar ab wann man nicht mehr abtreiben darf. Also es ist halt, hier wird Real Talk gesprochen. Diese Dislikes waren ja nicht mal da. Was machen die? Die machen dasselbe nochmal und erwähnen genau dasselbe nochmal. Wenn ihr euch diese Videos ansieht, die gegen mich gemacht werden, wird immer wieder dasselbe erwähnt. Ob es vor 6 Monaten ist oder ob es von heute ist. Als ob sich diese Leute gemeinsam treffen und sich denken, dieser Hate ist verflogen. Ich glaube, die Leute denken, das ist korrekt von ihm. Wir machen das nochmal, wir erwähnen das nochmal und sagen ihnen, er nutzt Tod aus. Und deshalb sage ich immer wieder, diese Leute, die mich kennen, wissen ganz genau, dass ich die Klicks nicht von Toten aus nutze, sondern ich will immer wieder einen Moral ballern. Und je mehr Leute dieses Video sehen, desto mehr erreicht es die Leute an dem Moral. Er
So dumm, wirklich. Und ihr wisst, wie gesagt, nicht, wie viele Leute mich da anschreiben. Wenn ihr das Video von den Senioren zocken anschaut, da habe ich ja auch über den Tod von Helga berichtet. Und sie haben sogar unter meinem Video kommentiert. Die haben nicht behauptet, du nutzt Tote aus oder sonstiges. Auch wenn der Titel so stand, wie viele es behaupten von diesen YouTubern. Aber sie haben unter meinen Videos kommentiert. Danke, Georg, für deine Worte und für das liebe, liebe Video. Du hast uns echt eine Kraft gegeben. Also diese Leute, wo es darum geht, die finden es korrekt. Aber diese ganzen YouTuber müssen natürlich wieder mein Bild schlecht darstellen. Bei InScope genau dasselbe Thema. Spendi hat unter diesem Video kommentiert. Gönnt euch das Video, schaut in den Kommentaren. Ihr werdet Spendi seinen Kommentar sehen. Er lacht und nimmt das Ganze mit Humor. Was machen wieder diese YouTuber? Die regen sich auf und keine Ahnung was. Warum? Weil mein Video... Junge, weil du Leute in die Irre führst. Oh mein Gott. Pass auf, Spendi, nur mal so, der hat einen Lachsmiley. Der hat einen Lachsmiley unter den Kommentar geschrieben. Weil der absolut nicht verstanden hat, wie man so dumm sein kann. Also es ist halt wirklich Wahnsinn. Ich weiß nicht, ich finde, der hat massive Wahrnehmungsstörungen. Wer ist Spendi? Das ist ein Kumpel von InScope. Ja, Spendi Boy. Mit S-H, P und dann Andy, halt, so wie du es geschrieben hast. Ist so unangenehm. Der Typ, der rafft halt auch nichts, ne? Das ist Wahnsinn. Wieder Reichweite bekommen hat und sie sehen, das geht nicht. Wir müssen ihn auf den Boden bringen. Und das finde ich so lächerlich. Und ich finde es sehr, sehr schade, wenn immer wieder diese Menschen kommen und sagen, ja, er hat recht, oh mein Gott, ich werde mich nicht ändern. Und wer keinen Bock auf mich hat, soll sich die Videos von mir nicht ansehen. Ganz easy. Aber diese YouTuber, die immer wieder kommen und sagen, YouTube Deutsch. Warte mal, das ist übrigens derjenige, der Leute dafür kritisiert, für Clickbait und sowas, beziehungsweise für ekelhafte Videos, die rausgeballert werden. Ja, dann darf er gar nichts mehr kritisieren, weil dann könnte er immer sagen, ja, dann guckt euch doch die Videos nicht an. Er sagt gerade einfach, guckt euch die Videos dann doch nicht an. Ey, wenn es euch nicht interessiert, guckt euch doch nicht an. Guckt euch doch die Videos nicht an. Aber er kritisiert andere dafür. Ey, das ist so dumm, das ist so dumm. Er macht genau das Gleiche, was er jetzt gerade kritisiert. Aber egal. Schon wird immer wieder kaputt. Was, er überrascht mich, dass er noch kein Clickbait-Video über Agüeros Ruhestand gemacht hat. Der Titel Agüero stirbt am Herzinfarkt, Fragezeichen. Der reale Grund, warum Agüero mit Fußball aufgehört hat, kein Clickbait. Ja, es wäre typisch so, dass das auf jeden Fall noch kommt. Vielleicht kommt es auch noch, ja. Wobei, nee, der Hype um Agüero ist da vielleicht schon rum. Und so von diesen Leuten. Diese Leute. Als ob ich YouTube Deutschland ruiniere. Als ob YouTube Deutschland von mir gefährdet ist. Wegen meinen ach so schlimmen Videos. Was sagst du, Mann? Es ist schon krass, oder? Ganz ehrlich, diese Menschen, die mich die ganze Zeit haten und nicht verstehen, was der Sinn meines Videos ist, geht auf meinem Kanal neutral ein. Gönnt euch die Videos und hört, was im Video gesagt wird. Und ich gebe es zu, die Titel und auch die Bilder können provokant sein für den einen oder anderen, da ich es ja anscheinend schaffe, immer wieder Leute zu erreichen, die auch nicht mich abonnieren. Das heißt, diese Videos gehen viral, diese Videos stechen wahrscheinlich hervor, sind für den einen oder anderen Clickbait und da könnt ihr kritisieren, wie ihr wollt. Ich möchte nicht über diese YouTuber reden, die ja auch Videos über mich machen, was die für Titel nehmen. Heuchler, ekligster Mensch, Pädophiler, keine Ahnung was, wo ich mir denke, das sind bessere Titel? Ach echt, also ganz ehrlich, ihr seid die krassesten, echt. Ihr seid ja wirklich viel, viel besser. What the hell? Ihr seid kein Stück besser. Diese Videos mit Philipp Mickenbecker, warum haben es über 1000 Leute geliked? Warum? Sind diese 1000 Leute einfach krank im Kopf? Nein, die sind neutral reingegangen und haben sich das Video angesehen und haben geliked wegen dem, was ich gesagt habe. Die anderen 1000 haben gedisliked wegen euren Videos, wegen diesen YouTubern, die euch einfach so eine Hirnwäsche gemacht haben und euch gesagt haben, nee, der ist nicht gut. Schaut mal, was er macht. Der ist nicht gut. Genau so. Fakt. Mit diesen Worten beende ich das Jahr 2021. Wer Bock darauf hat, live mit mir nochmal zu reden, der kann live dabei sein. Uns fehlen knapp 15 Abonnenten zu die 17.200. Wäre extrem nice, Freunde, wenn wir auch das heute noch voll machen. Bildet euch eure eigene Meinung. Wer Georg Zivi supporten möchte, der supportet. Und wer nicht, der nicht. Gar kein Problem. Ich werde keinen anflehen und ich werde auch nicht die ganze Zeit sagen, ey, bitte, ich bin ein guter Mensch. Hilf mir. Die Leute, die mich verfolgen, kennen mich. Ich brauche mich nicht rechtfertigen von Leuten, die andere Videos gönnen von anderen YouTubern und dann auf meinen Kanal gehen und sagen, ach, das ist ein Typ, der das und das und... Er sagt, er braucht sich nicht rechtfertigen. Rechtfertigt sich gerade in dem ganzen Video. Einfach mit Drachenlord eine Stufe, was die Wahrheit in seinen Videos angeht. Ja, was ist daran moralisch zu sagen, guck mal, der ist gestorben und ich habe die letzte Aufnahme der Person. Es geht nicht darum, was du in dem Video sagst, sondern wie du jedes Mal mit diesem dämlichen letzten Aufnahmebeweisvideo kommst. Scheißegal, was deine Message ist, dieser Titel ist respektlos. Generell, seine ganzen Titel sind respektlos. Ist ja nicht nur das. Junge. Ey, wirklich, das ist sein letztes Video im Jahre 2021 und der rafft's immer noch nicht, dass es absolut hirnverbrannt ist, was er da von sich gibt. Er Junge, checkt du das kennst nicht. Mich nicht mal. Wer supporten will, der supportet, wer nicht, der nicht. Das war's von mir, Freunde. Sorry, wenn ich ein bisschen zu
Silber, aber man muss da ein paar Sachen loswerden. Ich dachte mir nur kurz, vielleicht ist das Folgevideo nicht so klar gewesen für alle drin. Vielleicht war das ja wieder Clickbait. Das ist ja so schlimm, wenn ich schreibe mein letztes Video und ich damit 2021 gemeint habe. Die Leute dachten, ich höre damit ganz auf. Oh mein Gott, oh, so ein Klick. Digga, krank, Mann. Gönnt euch, wie viele YouTuber das getan haben. Aber nein, bei Georg TV ist es wieder Clickbait. Lasst uns diese ganzen YouTuber zeigen, dass wir eine starke Armee sind. Bewertet das Video, ballert es nach oben. Wir werden die alle auseinandernehmen, Digga. Boah, also George, du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, du bist echt ein ziemlich loster Mensch. Ey, ohne Witz. Das Ding ist halt, er clickbaitet halt for real jedes Mal und jedes Mal macht er Klicks auf den Nacken von toten Menschen, die eine Bekanntheit hatten. Also das ist einfach nur so ein Armutszeugnis. Der hat jetzt auch letztens wieder ein Video gemacht, hier. Letzte Aufnahme von Tana Ai, bevor er startet. Ich kenne den nicht, ich kenne diesen Tana Ai nicht. Aber der hat irgendwie was mit Kanyavi zu tun gehabt und Kanyavi, der ist ein bisschen größer auf YouTube und so. Und Tana Ai, ja, keine Ahnung, wo, inwiefern er da bekannt ist, aber scheint er Klicks zu machen. So, dann macht er hier, Tana Ai ist gestorben, letzte Aufnahme von Tana Ai. Pass auf, es werden noch drei andere Videos kommen über Tana Ai, wie er gestorben ist, wie seine Beerdigung ist oder was weiß ich. Genau sowas wird dann kommen. Der Typ ist einfach so unangenehm. Der ist so ein schlechter Mensch einfach, ne?